Hallo, wenn du wissen möchtest, was ich für diese ganze Woche eingekauft habe im Aldi Süd und welche Rezepte ich für diese Woche eingeplant habe, dann bleib doch einfach dran. Ach, da seid ihr. Ich bin schon am Kamerasuchen. Nein, ich habe mir im Vornherein, sagt man das so, einen Wochenplan erstellt bezüglich des Essens, beziehungsweise einen Essensplan. Und ja, welche Gerichte das sind, das werde ich euch gleich mal vorlesen. Diese Idee habe ich übrigens mir von der Fräulein Jasmin geklaut. die Inspiration habe ich mir von ihr geholt. Schaut gerne mal bei ihr vorbei, ich habe ihren Kanal unten verlinkt. Und zwar wollte ich folgende Rezepte kochen für diese Woche. Und zwar einmal bunter Risotto, dann Erbsencremesuppe, dann gibt es eine Kartoffelsuppe, dann gibt es Paprika-Frikadellen, Fischstäbchen mit Spinat und Kartoffelpüree und ein Blumenkohl-Kartoffel-Gratin. Genau. Und ich habe nicht nur die Zutaten geholt, die ich für diese Rezepte brauche, sondern auch andere. Wir haben uns also ganz gut eingedeckt und jetzt schauen wir einfach mal, was ich geholt habe. Wir hauen jetzt rein mit den Tiefkühlprodukten. Fischstäbchen. Nein, also keine Fischstäbchen, sondern es gibt Wildlachsfilet. Fischstäbchen habe ich total weggelassen und habe dann quasi die Fischstäbchen durch diesen Wildlachsfilet ausgetauscht. Den kann man wunderbar ganz normal in Olivenöl anbraten, mit ein bisschen Zitrone und Kräutern würzen, Zitronensaft und Kräutern. Und dazu gibt es halt Kartoffelpüree und diesen Spinat. Meine Kinder mögen am liebsten diesen hier von Iglo Rahmspinat mit dem Blub. Und den kaufen wir eigentlich immer. Außerdem habe ich geholt All Season Rahm Kaisergemüse. Zwei Pakete habe ich immer da für zwischendurch. Wenn man mal irgendwie was machen möchte, dann kann man das wunderbar schnell machen. Dazu gibt es noch Tiefkühlerbsen. Die gehören dann in ein Gericht hinein. Und zum Nachtisch oder als Nachmittag-Zwischensnack am Wochenende habe ich mir dann die 6 Mini-Germknödel geholt mit Heidelbeer-Fruchtfüllung. Die muss man einfach, die kann man natürlich kochen, auch im Wasser, in einem Topfwasser oder einfach in die Mikrowelle reinschieben. Das geht auch super schnell und schmeckt auch sehr gut. Für meine Kids habe ich diese beiden geholt, und zwar einmal Oreo Ice Cream Bites. Das sind so drei Schachteln und da befinden sich halt diese Oreo-Teile drin. Eiskonfekt mit Oreo-Keksüberzug und dann einmal zarte Milka Eiskonfekt-Herzen. Und als weitere Knabber am Wochenende, Knabberzutat, Knabberzeugs habe ich mir Pringle geholt. Die waren dann auch im Angebot. Dann habe ich mich sehr gut mit Käse eingedeckt, weil ich nicht so gerne Fleisch mag. Aber ich liebe Käse und deswegen mussten verschiedene Sorten mit. Was ich am liebsten mag, ist dieser Marktkäse, dieser belgischer Marktkäse. Da habe ich mir gleich zwei Pakete geholt, weil er sehr würzig ist und sehr aromatisch. Einmal Karsländer geräuchert und Karsländer mild und nussig. Und Genießerscheiben, die mögen meine Kinder sehr gerne. Mit Gouda. Dann haben wir hier Stückkäse und zwar den im Mittelall. Einmal Reibekäse für ein Gericht und eigentlich Parmesan, aber ich habe mich hier für diesen entschieden. Grana Padano, italienischer Hartkäse zum Überbacken. Dann habe ich noch für meine Kinder oder wenn halt der Käse alle ist, dann nehme ich auch wohl Hähnchenaufschnitt, aber dann auch nur diese Hähnchenbrustfilet. Einmal geräuchert, gebackene Hähnchenbrust und zweimal. Und für meine Kinder, die mögen halt diese Hähnchenmortadella sehr gerne. Für die Pausenbrote bzw. die Butterbrotdosen morgens mache ich denen ein paar Würstchen rein.
zum Snacken zwischendurch. Das sind diese Cabanossi, Mini-Cabanossi mit heiß geräuchert. Was ich denen dann noch einpacke in ihre Butterbrotdosen sind diese kleinen Mini-Mozzarellas. Da habe ich mir 2 Pakete geholt. Mögen sie auch sehr, sehr gerne. Nur man muss aufpassen, dass man, wenn die Butterbrotdosen nicht dicht sind, dass man dann ein Crepe, Küchencrepe mit reinlegt, dass der Küchencrepe so ein bisschen die Feuchtigkeit aufsaugt von dem Mozzarella, weil die Flüssigkeit einfach in die Schuhtasche läuft. Habe ich schon erlebt. Die packe ich auch sehr gerne in die Butterbrotdosen rein. Da sind Mini-Wiener Würstchen, Geflügel mit Käse und Paprika. Dann gibt es noch Leberwurst, die feine Variante. Und dann packe ich denen noch diese Joghurtdrinks mit rein. Also diese Sachen werden abwechselnd in die Butterbrotdosen reingetan. Täglich wechselt das. Die bekommen jetzt nicht jeden Tag immer das Gleiche, sondern ich hole mir einfach so kleine Sachen, die man dann schön auf die Woche aufteilen kann, damit ein bisschen Abwechslung reinkommt. Genau, und das sind halt diese Joghurtdrinks. Die mögen die auch sehr, sehr gerne. Dann haben wir hier noch einen Frischkäse. Den brauche ich für ein Gericht. Ich weiß jetzt gar nicht, für welches Gericht. Wo ist denn mein Zettel? So. Ach, ich glaube, für irgendeine Suppe. Ja, muss ich gleich mal nachschauen. Auf jeden Fall stand das auf meinem Einkaufszettel. Und dann habe ich immer Kräuterbutter im Haus. Falls mir meine Soße nicht gelingt oder ich keine Soße da habe oder es immer schnell gehen muss, dann kann man einfach Kräuterbutter quasi als Soße nehmen. Einfach, ja, es gibt einfach dem Gericht ein bisschen mehr Saftigkeit und mehr Geschmack, wenn man keine Soße da hat. Dann 2 Pakete Joghurt, fettarmer Joghurt mit 1,5% Fett. Kann man sehr, sehr schön mit verschiedenen Obstsorten mischen oder halt mit Marmelade, das schmeckt sehr gut, oder mit Honig. Dann habe ich hier noch 2 Pakete reine Buttermilch für zwischendurch oder halt zum Abendessen. Creme fraiche soll das sein. Brauche ich auch für ein Gericht. Creme leicht heißt es. Creme leicht pur. Das hat, glaube ich, um die Hälfte Prozent weniger an Fett wie der normale Creme fraiche. Glaube ich. Stimmt, müsste ja. 50% weniger Fett als im Creme Fraiche mit 30% Fett steht hier. Schupfnudeln, 2 Pakete. Frische Schupfnudeln. Ganz einfach in Butter anbraten und schön goldbraun backen und dann einfach essen. Also die schmecken so lecker. Die kann man auch süß in der süßen Variante machen oder in der salzigen Variante. Schmeckt beides sehr, sehr gut. Dann habe ich hier noch 2 Pakete Rindergehacktes in der Bio-Variante. Das brauche ich für die Paprika-Frikadellen. Dazu noch 10 Bio-Eier, Krepppapier und Klopapier. Brauchen wir immer. Was ich meinen Kindern auch noch einpacke in die Butterbrotdosen, da sind diese kleinen Maiskölbchen, süß-sauer. Super praktisch, auch da der kleine Tipp von mir, legt immer einen Küchencrepe rein. 2 Gläser habe ich da mitgenommen. Und dann mögen zwar nicht alle Kinder, aber ja, 2 Kinder mögen das sehr gerne. Und meine Wenigkeit Cornichons. Cornichons. Dann habe ich Geflügelwiener mitgenommen. Das serviere ich dann zum Risotto. Dann habe ich noch gehackte Tomaten für eins der Gerichte gebraucht und gekauft. Und was wir auch sehr, sehr gerne trinken neben der reinen Buttermilch, Tomatengemüsesaft. Oh, ich liebe das. Ich mag das gerne trinken, meine jüngste, mittlere Tochter auch. Die ist mehr so der Gemüse-Fan. Die anderen beiden sind mehr so süße Fans, süß,
süße Fans. Ja, die sind süß, aber die mögen aber halt auch süße Sachen. Und im Gegensatz zu meiner mittleren Tochter, die mag eigentlich eher nur so salzige Sachen. Und auch lieber Gemüse und Gemüsesäfte und solche Sachen. Und deswegen, das habe ich eigentlich fast immer vorrätig. Ach, da seid ihr. Ich bin schon am Kamerasuchen. ja, ich drehe halt nicht so oft Foodholz. Egal. Genau. Wobei stehen geblieben. Soja-Reisdrink. Ungesüßt. Auch im Bio von Schneekoppe. Ich trinke nicht so gerne Milch. Und ich merke auch, dass die Milch mir nicht so gut tut. Obwohl ich sehr, sehr viel Käse esse. Ich glaube, es liegt. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich kann Milch einfach nicht so gut vertragen. Die liegt mir immer schwer im Magen. Deswegen entweder Sojadrink, Reisdrink oder halt dieses Gemisch. Und Haferdrink trinke ich auch ganz gerne. Dann einmal Parboiled-Reis für den Risotto. Dann habe ich noch ein Thunfischfilet mitgenommen im eigenen Saft und Aufguss für den Salat. Genau, ich habe hier auch zwei Salatköpfe. Wir machen das am liebsten mit Mais gemischt, mit Mais, Thunfisch, Salat, manchmal auch Gurken, Tomaten auch, diese kleinen Cherry-Tomaten mit einem leckeren Dressing, super, super lecker. Essen wir eigentlich fast jeden Tag, ja, nicht jeden Tag, wenn was da ist, dann essen wir es auf jeden Fall. Apfelmus, da mache ich gerne abends einen Milchreis mit, also nicht mit dem Apfelmus, sondern ich habe hier einen Milchreis noch hier unten. Genau, auch im Aldi Milchreis, 30 Minuten ist es fertig, mit dem Apfelmus gemischt und mit Zimt. Sehr, sehr lecker. Und eine Dose Pfirsiche auch so als Nachtisch oder nachmittags Zwischensnack. Dessert. Genau. Dann, genau, diese Früchte, süße Früchte, Fruchtmus, genau, mit Apfel, Banane, 100% Frucht und ich glaube, da ist auch kein extra zugesetzter Zucker drin. Nee, also Zutaten, 83% Apfel und 17% Banane, kann man auch wunderbar in die Brotdose reintun. Reiswaffeln habe ich auch gekauft. Kann man auch so als süßer Snack in die Butterbrotdose reintun oder als einfach so für zu Hause. Und dann habe ich noch Trockenpflaumen gekauft. Trockenpflaumen, falls mal jemand Verstopfungen hat, helfen die wirklich sehr, sehr gut. Und sie schmecken auch sehr, sehr lecker. Kalifornische Trockenpflaumen, essfertig und entstein. Dann kommen wir zum Gemüse. Ich habe Speisemöhren geholt. Im Bio. Was wollte ich damit? Genau, die brauchte ich für ein Gericht. Und ich mache gerne so Obststifte raus, die man dann wunderbar in Tzatziki dippen kann. Jetzt habe ich Tzatziki vergessen. Ja, egal. Oder Kräuterquark oder so. Da kann man sich ja irgendwas ausdenken. Für die Kartoffelsuppe brauche ich Lauch, eine Lauchstange. Und Kartoffeln. Die gefüllte, die Paprika habe ich gekauft für den Risotto. Salatgurken gehören immer hier rein in unsere Wohnung, in unsere Küche, weil man damit Salate machen kann, weil ich die sehr gut in die Brotdose packen kann und weil die meine Kinder einfach alle meine Kinder essen die und ich auch und mein Mann dann, auch. Schlagsahne. Ist auch immer gut im Haus zu haben als Vorrat. Brauche ich für die Gerichte und man kann da immer wunderbare Soßen, cremige Soßen mitmachen. Man kann Kochwähler ein bisschen, wenn man die Suppe zu versalzen hat oder irgendwie ein Gericht, kann man dann auch noch hier mit Sahne ein bisschen den Salzgeschmack abmildern. Habe ich eigentlich immer da. Tomaten. Für einen Salat. Genau. Dann habe ich hier einmal eine Mango gekauft. Ich hoffe, die schmeckt. Und dazu noch Bio-Heidelbeeren und Himbeeren.
Genau, und was ich damit vorhabe, unter anderem, ich wollte gerne mit den Kindern ein Geschmacksspiel spielen. Das heißt, sie müssen die Augen verbinden und dann werde ich denen eine, die Obstsorten, die verschiedenen Obstsorten schmecken lassen mit zugebundenen Augen und sie müssen dann halt erraten, um was es sich für eine Obst- oder auch Gemüsesorte handelt. Kann man ja beides sehr, sehr gut mischen. Ich habe noch Äpfel da, ich habe noch Bananen da, muss noch mal gucken, was ich noch da habe. Genau, und dann kann man damit ein wunderbares Spiel machen und die Kinder mögen das. Denen macht das einfach Spaß. Vielleicht ein kleiner Tipp von mir, einfach mal mit den Kindern so ein bisschen die Geschmacksnerven trainieren, weil sie dann doch bei manchen Kindern in der heutigen Zeit einfach durch die Konservierungsstoffe und Geschmacksstoffe so ein bisschen der Geschmackssinn, der natürliche Geschmackssinn verloren geht. Deswegen, die Idee von das mir. Das war's dann auch. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.